Schon wieder Neuigkeiten? Lenkt mich nicht ab. Ich habe etwas zu erledigen. Ah, und wir sind live. Rennt um euer Leben. Es ist etwas Schreckliches passiert. Eine Epidemie. Nur ein Wunder kann uns helfen. Und das Fernsehen versteht es, Ängste zu schüren. Es geht also ein Fehler um was auch immer. Ist das ein Grund, Ihren Spaziergang abzusagen? Bereit für ein Abenteuer? Warte, Kylie. Hast du die Nachrichten nicht gehört? Zieh das sofort an. Es ist zu deiner Sicherheit. Die Eltern scheinen es ernst zu meinen. Sie haben Angst vor irgendeinem Insekt? Das ist lächerlich. Okay, wir werden das Haus nicht verlassen. Es ist gefährlich. Oh nein, nicht abschließen. Hausarrest und Hausaufgaben. Das ist die schlechteste Kombination überhaupt. Daddy, lass mich einen Spaziergang machen. Bitte. Kylie, das kannst du nicht riskieren. Ich habe aber eine Idee. Daddy, ich werde alles tun. Ich verspreche, dass ich mich benehmen werde. Na, wenn das so ist, zieh das an. Auf den Schutzanzug kannst du dich verlassen. Kein Virus kann durchkommen. Probiere ihn jetzt an. Oh nein, was ist mit dem Raumanzug? Mit diesem Anzug wirst du keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Aber Kylie will nicht aufgeben. Ich gehe sowieso aus. Du kannst mich nicht aufhalten, Daddy. Ups, seit wann sind die Türen so eng? Noch ein bisschen mehr. Die Freiheit ist gleich um die Ecke. Oh, Hilfe, ich stecke fest. Die Situation ist hoffnungslos. Und schon bist du spazieren gegangen. Wie fühlt es sich an? Das ist eine Nicht-von-dieser-Welt-Erfahrung, Daddy. Selbst bei einer schrecklichen Epidemie will man leckere Snacks. Und die Pizza ist da. Bleib stehen, Junge. Du bist gefährlich. Mikrobielle Tests sind eine ernste Angelegenheit. Wachsamkeit schadet nie. Alles klar. Warum hast du nicht schon längst gezahlt? Hier, nimm die Karte. Oh nein, es geht nur Bargeld. Martin, hast du das gehört? Ja, Liebes. Das Geld ist im Zimmer. Folge mir. Wie gut, dass das alles herauskam. Das ist eine Chance, aus dem Haus zu kommen. Psst, da ist ein Antrag. Wir tauschen die Kleidung. Niemals. Anständige Zusteller tun so etwas nicht. Wie wäre es damit? Das ist viel besser. Einen schönen Spaziergang. Geh sofort in mein Zimmer, bevor meine Eltern es merken. Übrigens, hier ist es. Nimm dein Geld und geh. Wir wollen hier keine gefährlichen Viren. Was immer du sagst. Und hier ist deine Pizza, lass sie dir schmecken. Hier stimmt etwas nicht. Das ist Kylie. Schnapp sie dir, Martin. Was für ein unverantwortliches Verhalten. Du hast Hausarrest, Kylie. Geh keinen Schritt mehr aus dem Zimmer. Oh, wann wird unser Mädchen endlich ernst? Oh ja, endlich! Die Eltern haben ihren 10. Traum. Und der Weg in die Freiheit ist gleich um die Ecke. Es ist an der Zeit, aus der Quarantänezone zu entkommen. Es ist ganz einfach. Knüpfe ein Seil und fliehe durch das Fenster. Ein wunderbarer Plan. Los geht's. Bis jetzt läuft alles bestens. Nur ist die Leiter zu kurz. Wir bringen das in Ordnung. Rutsch rüber, Mami. Ich brauche diese Decke. Ich hoffe, sie wachen nicht auf. Alles ist ruhig. Weiter geht's. Das war einfach. Jetzt lass uns frei werden. All diese Viren sind erfunden. Oh nein, nicht lang genug. Werde ich das Weglaufen vergessen müssen? Kein Grund zur Panik. Alles wird gut werden. Ich brauche nur noch eine Decke. Das ist es. Oh, der Alarm. Schlaf, Daddy, schlaf. Das ist schon besser. Jetzt muss ich nur noch abziehen. Das war's. Was kommt als nächstes? Wir stellen die Leiter fertig und verlassen das Heimgefängnis. Doch Kylie macht einen fatalen Fehler. Es ist alles weg. Wie konnte sie das nur vergessen? Die Leitern können nicht gerettet werden. Schatz, hast du beschlossen, an die frische Luft zu gehen? Es ist gefährlich. Es gibt überall Viren. Weißt du das nicht? Auch während einer Epidemie kann man Spaß haben. Die Hauptsache ist, dass man optimistisch ist. Wann wurde dieser Raum das letzte Mal gereinigt? Sieh dir dieses Chaos an. Es ist ein Nährboden für Ansteckungen. Räum sofort auf. Ach komm schon, das ist doch nur ein bisschen Staub. Desinfektion ist alles. Sei nicht zu gierig mit dem Desinfektionsmittel, Schatz. Beginnen wir mit dieser Kommode. Ein kleiner Bakterientest. Pinky, hast du das gesehen? Es ist gefährlich, in diesem Raum zu sein. Keine Panik, Schatz. Ich werde mich um die Bakterien kümmern. Daddy weiß, wie man Dreck bekämpft. Geh zur Seite. Fangen wir an, das Gebiet zu säubern. Ja, räumt auf, ihr Sauberkeitsfanatiker.
Und ich habe hier ein Trash-Cosplay. Ich bin nur ein riesiger Haufen Müll. Hole mich endlich jemand aus dem Haus. Und zu guter Letzt kannst du dich um den Spiegel kümmern. Es ist so schmutzig, dass man nicht einmal das Spiegelbild sehen kann. Wie furchtbar. Sie müssen härter schrubben. Das ist noch schwieriger. Oh, ich glaube, der Spiegel ist verrückt geworden. Martin, vielleicht schaffst du es. Versuch es. Das hast du gut gemacht, Schatz. Der Spiegel funktioniert perfekt. Was ist da drin? Ich glaube, die Müllsäcke quellen bereits über. Es ist Zeit, sie auszuschalten. Es ist alles klar. Kylie macht es schon wieder. Tochter, das ist zu viel. Wir arbeiten und du chillst? Du hast Hausarrest, Kylie. Hausarrest und jetzt die Strafe? Was springt für mich dabei heraus? Und wann wird diese Epidemie enden? Es gibt keine Unterhaltung mehr im Haus. Die Eltern hingegen scheinen sich nicht zu langweilen. Kylie, wir haben gute Neuigkeiten. Packt zusammen, wir fahren in den Urlaub. Juhu, ist die Epidemie vorbei? Ich wünschte, es wäre so. Mama, Papa, ich würde jetzt bis ans Ende der Welt mit euch gehen. Lasst uns fahren. Familie, das wird ein Traumurlaub. Lasst uns etwas Spaß haben. Und schon sind wir da. Lasst uns sofort mit unserem Urlaub beginnen. Es ist wunderschön hier, nicht wahr? Es ist so gemütlich. Es gibt sogar einen Fernseher. Ist der Umzug in ein anderes Zimmer ein Urlaub? Das soll wohl ein Scherz sein. So spiele ich nicht. Kylie, du bist nie glücklich. Lasst uns ein Sonnenbad nehmen. Ich glaube, meine Eltern haben ihren Verstand verloren. So kann es nicht weitergehen. Hallo, ist da das Krankenhaus? Meine Eltern sind wahnsinnig. Retten Sie mich. Kylie, du weißt einfach nicht, wie man sich ausruht. Gib mir das. Ich werde dir zeigen, wie ein richtiger Urlaub aussieht. Nutzlos. Die Quarantäne hat die Familienidylle zerstört. Sie werden nie wieder glücklich sein. Mama, komm zur Vernunft. Schatz, komm mir nicht in die Quere. Schau, wie glücklich Papa ist. Das war's. Schluss. Der Witz hat lange genug gedauert. Genug. Lasst uns wenigstens ein Foto machen. Selfies vor der Kulisse der Tierwelt. Das ist schön. Hashtag, wir sind hier, um Spaß zu haben. Wenn nur meine Freunde daran glauben würden. Und nachts träumt Kylie von der Freiheit. Und keine Epidemie mehr. Aber heute ging etwas schief. Oh mein Gott, wer ist denn da? Oh nein. Die Bakterienmonster waren hinter Kylie her. Oder ist die beängstigende Epidemie vielleicht gar ein Witz? Bitte infiziert mich nicht. Ich war ein braves Mädchen. Mama und Papa hatten recht. Die Bakterien sind überall. Da sind sie. Wie unheimlich. Oh, die Albträume, die man bekommt. Bleibe einfach ruhig. Es gibt keine unheimlichen Bakterien. Es war einfach ein Albtraum. Und Kylie hat einen weiteren Fluchtplan. Die Eltern vertrauen dem Fernsehen. Also werden wir nach ihren Regeln spielen. Mama, es gibt Neuigkeiten. Komm her. Schau, die Epidemie ist beendet worden. Liebe Zuschauer, wir haben tolle Neuigkeiten. Es gibt keine gefährlichen Viren mehr. Freiheit. Was für ein Segen. Die Wissenschaftler haben das Virus also besiegt. Mami, wir sind alle gerettet. Es ist ein Happy End. Mami, wir sehen uns heute Abend. Bis später. Und weniger Fernsehen. Ups, es ist alles klar. Das sind Kylies Blödsinnigkeiten. Die Vorstellungskraft des Mädchens ist einfach unschlagbar. Keine Bewegung, Kylie. Die Epidemie ist nicht lustig. Du machst besser den Abwasch. Oh, das war ein guter Plan. Guten Appetit, Familie. Kylie, warte. Die Bakterien schlafen nicht. Sie sind überall. Oh nein, Mama tut es schon wieder. Sie sagt den Viren den Kampf an. Ein bisschen Geduld, Kylie. Die Lebensmittel müssen zuerst desinfiziert werden. Oh nein, das wird eine lange Zeit dauern. Das Frühstück mit Mama kannst du vergessen. Vielleicht wird Papa mich vor dem Verhungern retten. Nein, er tut es auch. Daddy, lass die Banane los. Es ist nicht seine Schuld. Wie viele Male? Ich bin so hungrig. Aber mit den Keksen ist alles in Ordnung. Hände weg, Kylie. Das Frühstück könnte kontaminiert sein. Das Kind bekommt nur das Beste. Ganz sicher. Guten Appetit, Kylie. Obwohl die Kekse der Verarbeitung nicht standgehalten haben. Das ist in Ordnung. Hauptsache, man wird nicht krank. Das Frühstück ist nicht besonders gut. Eltern sind besessen von Viren. Wir können nur hoffen, dass das Abendessen besser schmecken wird. Kylie, Viren sind sehr heimtückisch. Ich werde dir beibringen, wie man richtig abwäscht. Mehr schäumen und schrubben. Schrubbe härter. Wow! Die Teller sind jetzt so glänzend. Mama ist eine Meisterin der Sauberkeit. Mami, ich werde das nie so gut können. Mach es ohne mich, okay?
Ich kann nicht nach draußen gehen. Aber niemand hat jemals die Liebe abgesagt. Kylie hat großes Glück, dass sie Alex hat. Er ist perfekt, der Mann ihrer Träume. Er schenkt ihr sogar Blumen. Alex, sind die für mich? Wow. Dankeschön. Er ist so fürsorglich und aufmerksam. Schade, dass er untreu ist. Verräter, glaube ihm nicht, beste Freundin. Und ruf mich nie wieder an. Ich will dich nicht kennen. Ich bin fertig mit Fernbeziehungen. Kein Online-Dating mehr. Die Epidemie ist kein Grund zur Entspannung. Wir haben viel zu tun. Mama, Papa, mir ist langweilig. Schatz, komm uns nicht in die Quere. Wir sind sehr beschäftigt. Hör auf deine Mutter, Kylie. Das ist immer so. Die Eltern haben überhaupt keine Zeit für ihr Kind. Aber im Moment profitiert Kylie nur davon. Die Freiheit ist gleich um die Ecke. Wir müssen handeln. Die Eltern werden sowieso nichts merken. Hey, ich gehe jetzt. Macht es euch etwas aus? Wir sehen uns beim Abendessen. Autsch, ich hoffe, sie bemerken es nicht. Ich habe es geschafft. Die Eltern sind jetzt wie Zombies. Arbeite nur an ihrem Verstand. Oh nein, jetzt geht es wieder los. Ich muss vorsichtiger sein. Nur noch ein bisschen mehr. Wie? Wann hatten sie Zeit, den Wecker zu stellen? Mission Impossible. Ich kann die Freiheit vergessen. Kylie, ich kann es nicht glauben. Wolltest du weglaufen? Oh, was für eine lustige Kleiderordnung ihr habt. Das ist Fernarbeit, Baby. Es wird Zeit, dass du auch in den Unterricht gehst. Mama, wie wär's mit keinen Nachrichten? Für den Fall, dass sie eine weitere Epidemie ankündigen. Kylie, sei still, es ist wichtig. Und wir haben gute Nachrichten. Die Quarantäne ist aufgehoben. Keine Viren mehr. Wir versprechen es. Hurra! Der Hausarrest ist vorbei. Was können wir uns einfallen lassen? Einen Urlaub natürlich. Einen echten Urlaub. Machen wir uns fertig, Familie. Beeilt euch. Wir können es kaum erwarten. Kylie, Baby, beeil dich. Ich komme. Autsch, das tut weh. Hilfe. Die Epidemie ist vorbei. Aber der Krankenstand beginnt. Das Leben ist so ungerecht. Und die Eltern schicken ihre Urlaubsselfies. Verräter. Sie sind ohne ihr Kind gefahren. Wie konnten sie das tun? Autsch, das ist Pech.